Wir fahren günstig tanken und alles, was wir dann sehen, nach dem Intro. Leute, es geht in ein neues Land, obwohl an der Mosel, muss ich sagen, es ist echt richtig, richtig toll. Das stimmt, das kann ich nur bestätigen. Eigentlich hatten wir heute Morgen einen ganz anderen Plan. Wir wollten erst nach Zell wollten wir fahren und da wollten wir eigentlich nochmal Wäschetag machen. Aber uns ist es zu warm, wir haben keine Lust auf Wäsche. Naja, wir haben noch ein bisschen was zum Anziehen. Genau. Also wir haben hier auf die Post gewartet und haben jetzt mal wieder 6 Tage auf einem Platz gestanden. Und ehrlich, man gewöhnt sich dran, es fällt einem die Decke auf den Kopf. Also nicht die Decke, eigentlich die Umgebung auf den Kopf. Man hat alles gesehen. Wir sind rechts, links, hoch, runter, vor, zurück. Wir sind mit dem Fahrrad alles erkundet. Also jetzt wurde es auch nach einer Zeit echt ein bisschen langweilig. Das gebe ich wirklich zu. Aber wir müssen was noch sagen. Wir haben nämlich auf ein Paket gewartet und wir sind echt dankbar, dass das uns jemand gesagt hatte von der Klesana, von der Toilette, diesen Einsatz fürs Pipi machen. Genau. Der ist so toll. Also klasse. Vor allen Dingen, der spart natürlich nochmal immens von den Folien. Genau. Und hat dafür dann auch wieder einen guten Pluspunkt für den CO2-Fußabdruck. Genau. Und unser Portemonnaie wird nicht so schnell leer. Ja, das okay. Ist das Allerwichtigste. Wir mussten dazu, der einmal kostete wirklich echt über 100 Euro. Das muss man dazu sagen. Dafür kann man erstmal ein paar Tüten verschweißen. Aber auf Dauer gesehen muss man das ja auch machen. Wir hatten auf dem Campingplatz haben wir ja jetzt mindestens 15 Tüten verbraucht, die wir jetzt schon gespart hätten oder haben. Also zusätzlich verbraucht. So, das wollte ich nochmal zu der Klesana und zu diesem Einsatz sagen. Der ist wirklich top. Und wir sind immer noch zufrieden mit der Klesana. Total. Ja, das kann man echt nur bestätigen. Also du hast so eine saubere Angelegenheit. Für mich vor allen Dingen, das ist sehr begeisternd, weil ich das meistens erledigt habe. Aber inzwischen packe ich auch die Beutelchen. Packe ich an. Und das ist echt, man merkt es nicht. Aber egal, Scheißthema ist jetzt erledigt. Genau. Wir freuen uns auf das neue Land und das neue Land ist erstmal Luxemburg. In Luxemburg gehen wir tanken. Und Gas holen, hoffe ich. Und Gas, sagt Willi. Ne? Gut. Ja. Und wir fahren dann nach Frankreich. Diesmal geht's nach Frankreich. Wir haben uns mit Freunden verabredet. In Saint-Michel, ihr wisst, was wir meinen wahrscheinlich. Saint-Michel, glaube ich. Genau. Und Saint-Michel. Ja. Und wir freuen uns. Und alles, was wir da erleben, werdet ihr ja auch erleben. So. Aber. Genug gesammelt, würde ich sagen. Ja, genug gesammelt. Frühstück. Rüdi hat Hunger. Es gibt jetzt nur noch Essen auf Rädern. So. Beste Straßen ever. Für mich so wie in Italien. Wir verabschieden uns von der Mosel. Aber es ist so schön. Wir haben gesagt, wir kommen wieder. 700 Meter links der Straße. Ob es jetzt nächstes Jahr wird oder übernächstes Jahr oder in 5 Jahren, das wissen wir noch nicht, aber wir kommen wieder. Was wir noch mal sagen wollten zu der Mosel, wir sind immer noch bei der Mosel, hier sind Stellplätze ohne Ende. Also man kann von 15 Euro, 12 Euro, 8 Euro, 6 Euro immer was finden. Das stimmt. Und einer schöner als der andere, fast alle am Wasser. Sehr schön. Ja. Wirklich. Also schaut ein bisschen näher, ein bisschen ran. Na, schaut ein bisschen rechts und links. Genau. Und dann findet ihr diese Stellplätze von ganz alleine. Da braucht man gar nicht planen. Nee. Man fährt einfach und sagt, oh, guck mal hier, da bleiben wir einfach. Und das sind überall. Wir haben immer noch Saison.
sind überall Plätze frei. Wo es immer ein bisschen voller werden könnte, wäre mal Samstag oder Sonntag. Das haben wir jetzt ab und zu mal, wenn du zu spät dran bist, um abends dann einzuparken, das könnte schon mal ein bisschen enger werden. Aber dann fährst du halt ein, zwei Plätze weiter und dann findest du trotzdem was. Aber es ist Wahnsinn. Also da können sich wirklich viele, viele Städte, Dörfer sich eine Scheibe abschmieren, was es hier wirklich an Stellplätzen für Wohnmobilisten ist. Wow. Ein kleines Traumgebiet. Ja. Irgendwie sollen wir Deutschland nicht verlassen, sagt das Wetter. Es fängt an zu regnen. Und wir müssen einen neuen Scheibenwischer kaufen, weil wir gerade festgestellt haben, der ist kaputt. Ganz kaputt. Ja, scheiße. Wir haben ihn so selten benutzt. Der ist sauer. Wir sind in Luxemburg. 1,41. Ja. 1,41 Diesel. Wünschen Sie einen Beleg? Ja. Die Karte wird geprüft. Bitte Karte entnehmen. Sieht dann jetzt hinten am Zapfpunkt 12. So, man sieht, wir sind wieder auf dem Weg nach Frankreich. Die brauchen wir nämlich auf beiden Seiten. Und auch einmal. Wir haben es jetzt da oben hingeklebt. Links. Genau. Der Traum eines jeden Tankers. So, da das eben nicht geklappt hat mit dem Gas, aber wir haben günstig getankt, haben wir in die nächste Tankstelle angefahren und hier findet man Gas. Hoffentlich. Hm. Erstmal müssen wir das Gas mal reinkriegen. Also wir stehen am Gas. Erfolgreich getankt, Gas aufgenommen. Für 0,68 pro Liter, also 29,1 haben wir jetzt drin und haben 19,84 bezahlt. Man kann gut mitleben. Das ist fast in Deutschland eine Gasflasche, oder? Ja, eine Gasflasche. Und dafür ist unser Tank jetzt wieder voll. Oh, das heißt, der Winter kann kommen. Nee, bitte nicht. Nein, noch weiter süd. Wieso ist denn jetzt hier unten? Wir wollten doch nach Frankreich und nicht nach Belgien. Aber Ikea gibt's überall. Wollen wir zu Ikea? Nö. Oh Mann. Nix. Das Geld für Ikea haben wir gerade in Gas und Diesel. Diesel. Und Gas gesteckt. Aber wir haben doch gespart, da können wir doch zu Ikea. Nix, wir haben nichts gespart. Wir haben Geld ausgegeben. Es geht immer so mit. Immer. Unser Weg führte uns von Ernst über Trier nach Luxemburg und dann nach Redu, wo wir eine ruhige Nacht verbrachten. Tja, wir sind angekommen. Heute in Belgien. In Belgien. Jetzt habe ich gesagt, wie es heißt. Wir blenden es ein. Ich weiß es nicht mehr. Liebingen. Libiten. Oder, naja, wir blenden es ein. Besser ist das. Auf jeden Fall haben wir einen kleinen süßen Stellplatz. Kostenlos. Hier schlafen wir heute Nacht. Gucken uns gerade noch mal ein bisschen das Dorf an. Wisst ihr, was jetzt eigentlich bei uns im Moment ist? Unsere Süße ist vollläufig. Mhm. Eine Bordsteinschwalbe. Und hier gibt es einen Hund. Der hat das sofort erkannt. Mhm. Der belagert uns jetzt. Ja, wir haben nur drinnen gesessen dann. Okay, da müssen wir jetzt durch. Ja, ist auch besser so. Nicht, dass wir, alle, nicht dass wir sie alle anlocken. Genau. Jetzt gucken wir noch mal, was hier ist. Wir haben 8:30. Genau. Und dann melden wir uns morgen früh wieder. Oder vielleicht jetzt gleich noch mal ein paar Bildern, aber dazu werden wir nicht viel sagen. Gute Nacht. Nacht.
Morgen. Guten Morgen zusammen. Wir hatten eine recht ruhige Nacht. Bis um 4 Uhr plus minus. Genau. Dann macht ihr es auch mal direkt neben unserem Auto. Da war der Romeo gekommen, Simba, und hat sie angebetet. Komm doch raus zu mir. Okay. Ja, ansonsten haben wir es wieder auf den Weg gemacht. Jetzt sind wir auf dem Weg nach Frankreich. Yeah. Unser erstes Ziel sollte eigentlich Calais sein. Mal sehen, ob wir es schaffen. Wenn nicht, dann melden wir uns wieder bei euch. Also, bis später. Kleiner Nachtrag noch. Wir wissen jetzt, wie das Dorf heißt. Redu. Also. In der Nähe vom Space Center. Habt ihr aber sicherlich schon in der Einblendung gesehen. Wie fühlt man sich, wenn man in Frankreich ist, mein Schatz? Reich. Ja. Es hat aufgehört zu regnen. Das war die für Gerüchte. Mir auch. Wir zeigen nicht, dass es noch regnet. Nein. Wir haben jetzt 21 Grad und 12 Uhr nachmittags. Ich bin gespannt, was uns in Frankreich alles erwartet. Wir wollen da die Atlantikküste runterfahren. Das kann ich schon mal erstmal sagen. Dann schauen wir mal, ne? Ich mag Frankreich. Natürlich. Oh, ich freue mich auf Baguette. Das Wasser hat uns wieder. Wir sind erstmal angekommen in Frankreich auf unserem Wohnmobilplatz, Campingplatz, und wollte Wäsche waschen, wollte sofort loslegen, weil wir in 2 Tagen weiterfahren wollten. Wir haben gar kein Waschmittel mehr. Irgendwie haben wir das leer und wurde gar nicht weiter gesagt, dass das leer ist. Aber egal, wir schnappen uns jetzt schnell die Fahrräder. Ungefähr 20, 25 Minuten mit dem Fahrrad ist ein Sparmarkt. Gehen wir halt dahin. Aber guckt euch, da hinten ist das Wasser. Und seht ihr das Weiße da hinten? Das sind die Wolken. Wo ist England? Ach ja, da drüben ist England. Ist das nicht cool? Voll cool, wir sind in England. Mein süßestes Wäschemädchen. Früher war mein Mann mein Gentleman. Heute ist er nur noch Man. Power Man. Und lässt die Frau nur noch schuften. Und er versteht den Wink nicht. Back to the roots. So lässt sich aushalten. Welche habe ich gewaschen schon? Jetzt wird genossen. Aber der Sparmarkt, der war so teuer. Das war wirklich Wahnsinn. Also da kann man auch wirklich nur das Notwendigste holen. Ich hoffe, wir finden noch günstigere Supermärkte in Frankreich. Aber leckeres Baguette.
Okay. Wir haben um, glaube ich, 5-6 Uhr haben wir eins gekauft. Das war natürlich wappelig. Ich habe es im Omja nochmal aufgebacken. Aber schmecken tun sie wirklich klasse. Natürlich müssen wir aber mit Rotwein in Frankreich anstoßen. Das gehört nun mal zum guten Ton. Wenigstens, wenn wir reinkommen ins Land. Bonjour. Bonjour. Und jetzt lassen wir einfach den Abend genießen. Oh, es ist so schön. Belgien hat es noch geregnet und jetzt scheint Gott sei Dank die Sonne. Ja, dafür einen Daumen hoch bitte. Bis morgen. Einen Hinweis in eigener Sache. Besucht auch gern einmal unseren Online-Shop. Die Verlinkung findet ihr unten in der Beschreibung für alle, die am Fernseher sitzen. Die anderen kriegen diese Einblendung immer im Video. Mit eurem Einkauf unterstützt ihr unsere Reise und wir würden uns sehr freuen, wenn euch unsere Klamotten, die wir hier auch selber tragen, gefallen würden. Jetzt wird erstmal gefrühstückt. Was ist mit mir? Großbus an Emma. Von außen. Das ist ganz schön viel Sauerei so um die Fenster drumherum. Wir haben auch den größten Schrupper. Ja. Danke auch. Also nein, den meinst du? Den meine ich. Aber damit kriegst du am besten die Flecken, die sich so eingebrannt haben, um wieder losgeschrubbt. Es wird mal Zeit, seht ihr? Ja, aber richtig. Da sitzt ein Dreck hinter, mein lieber Mann. So. Das war Italien. Oben, wo wir auf dem Dach noch gewesen waren. Erst mit einer Mauer raufgefahren und dann sind wir dort auch hochgeklettert. Das ist 4 Monate her und das sieht schon so aus. Das ist halt wirklich echt Wahnsinn, weil du halt überall unten drunter stehst. Aber es muss gemacht werden. Unbedingt. Es ist ja auch echt Bibi-Life. Die ganze Zeit über 30 Grad. Wenn ich mal Wäsche wasche will, fängt an zu nieseln. Und sie ist noch nicht für alles trocken. Während der Arbeit kommt die Bibi und fordert von mir, dass ich hier filme vom Dach. Also nicht nur meinen Job, nee, den will sie gar nicht sehen. Sie will ja nicht beweisen, dass ich arbeite. Sie will sehen, dass da hinten England ist. Das? Wunderbar. Deutlicher kriegen wir England jetzt nicht mehr rein. So, jetzt bin ich zufrieden. Arbeite weiter. Sklaventreiber. Ja. Rüde geht hoch hinaus. Und alles haben wir Peter zu verdanken. Deshalb heißt der Leiter auch Peter Pan. Wir sagen nochmal vielen Dank. Wir danken nochmal für die großzügige Spende. Es geht weiter. Ja.
muss mich anschneiden. Wenn er das schafft mit dem Anschneiden. Ja, wir müssen ja immer unsere kleine Maus sichern. Ach so, apropos, dazu wollten wir ja auch noch mal was sagen. Genau. Da kann man einmal hier kurz drunter halten. Warte mal, wie soll ich das? Einfach mal drunter halten. Guck mal, wenn ihr hier seht, wir haben ein Gurt von rechts nach links um den drumherum gewickelt, um beide Stützen drumherum gewickelt. Und das Ganze dann unter der Armlehne. Unter der Armlehne, genau. Und dann das Ganze nochmal hintenrum auch hier verbunden. Das heißt, es geht ein Gurt von da nach da und den haben wir hier geschlossen. Das ist jetzt auf meiner Seite mal so. Und durch diese Lasche gehe ich dann nochmal mit dem Gurt, sodass der Korb nochmal gefestigt ist. Das gleiche ist auch bei Bibi auf der Seite. Und so haben wir den Korb mit Zimba richtig gut gesichert. Also der rutscht nichts. Hier könnt ihr selber sehen, der ist richtig, richtig fest. Ja, und so kann sie immer schön zwischen uns sitzen. Hat uns ja jemand mal gefragt, wie man sie das mal sichert. Wollten wir eigentlich mal einen Shorty machen, irgendwie haben wir das immer wieder vergessen. Aber jetzt nutzen wir die Gelegenheit bei schlechtem Wetter. Ja, bei uns hat es angefangen zu regnen, also können wir auch weiterfahren und schauen wir mal, wo es jetzt hingeht. Genau, wir werden die Küste, Atlantikküste weiter runterfahren. Wir sind ja jetzt noch im Dover-Calais-Kanal oder Calais-Dover-Kanal, sagen ja andere, aber ich sage eben Calais. Du bist halt was Besonderes. Genau, weil wir ja auf der französischen Seite sind. Ja, dann schauen wir mal, wie es da aussieht, ne? Genau. Nochmal was zu diesem Stellplatz. Der Stellplatz war eigentlich, ist wirklich wunderschön. War auch wirklich nah an der Küste. Also, naja, was heißt nah? 2 Kilometer. Aber man hat einen schönen Spaziergang immerhin gemacht. Oder mit dem Fahrrad. Oder mit dem Fahrrad, genau. Und nur der Strom, der war richtig teuer. Darauf haben wir jetzt ein bisschen verzichtet. Naja, das macht uns jetzt ein bisschen das Leben ein bisschen schwerer, weil jetzt soll es die nächsten paar Tage regnerisch sein, weil der Strom hat hier 6 Euro gekostet. Und das fanden wir beide, nee, zahlen wir nicht. Das war ein bisschen viel. Das genau. Fand ich auch. Der Stellplatz an sich war 15 Euro im Moment, sonst glaube ich hat er 18 Euro in der Hauptsaison gekostet. Und dafür war er wirklich echt top. Manche, okay, da. Es ist jetzt keine bombastisch tolle Toilette oder so. Das waren halt, wie soll man sagen, ein Container. Aber er hatte alles. Er hat eine Waschstation gehabt, er hatte dort fließendes Wasser, er hatte heißes Wasser. Ich habe mich heute Morgen fast verbrannt beim Duschen. Und das heißt bei Bibi schon was. Das heißt wirklich schon was. Also Kaffee kochen hätten wir da vielleicht. Ja. Nee. So, und jetzt suchen wir uns halt weiter einen Stellplatz. Und Rüdi sitzt total krumm, sehe ich. Besser? Muss auf ihn aufpassen. Ich brauche ihn noch ein bisschen länger. Rüdi sitzt jetzt wieder. Man sieht das Wasser gar nicht. Der war richtig, richtig teuer. Da haben wir auch wirklich, wir wollten ein paar Sachen, ne. Da habe ich mir lieber Tee gekocht. Wir wollten nämlich nochmal Wasser kaufen, habe ich mir lieber Tee gekocht. Und wir haben Tee getrunken. Anstatt, boah, der war wirklich teuer. Aber es sieht schön aus. Sehr schön. Trotz des schlechten Wetters besuchten wir jetzt den Leuchtturm Le Cap Gris-Nez. Ich weiß nicht, wie lange wir schon keine Jacken mehr anhatten, aber heute brauchen wir es für den Wind, für den Regenschutz. Und los geht's. Go all in and I'm falling.
für was alles ein Hundetuch gut ist. Mich nervt die Arme andauernd im Gesicht und den Augen. Das war mal ein kurzer Zwischenstopp. Nun geht es weiter. Die Küste lang. An der Küste lang. Aber wir haben das richtig Glück. Also wir haben zwar, war richtig pustig, aber kein Regen. Dafür jetzt wieder. Obwohl, wenn wir fahren. Ihr kriegt schon wieder das mit dem Anschnallen nicht hin. Hallo? Sicherheit geht vor. Natürlich, aber geht auch schneller. Auf geht's. Hier in Amblethöse findet man das Museum 3945. Die alliierten Streitkräfte haben hier eine Ausstellung ihrer Panzer und Geschütze hingestellt. Das ist sicherlich spannend, wir haben es allerdings ausgelassen. Incompatible different signs, so we had to read between the lines. I don't think you're worth the trouble. Boah, Leute, drei Stellplätze angefahren. Ja, das war jetzt ein bisschen nervig. Anstrengend, nervig. Also, wir suchten anscheinend alle zu dem schlechten Wetter mal einen Platz. Wir haben jetzt einen. Der erste Stellplatz, wo wir wollten, da ging nichts. Keine Kartenzahlung, der Display, also ich glaube, der Display hatte einen an der Macke, du konntest gar nicht tippen. Ja, und nachdem, als es dann einigermaßen ging, da kriegtest du die Karte nicht mehr abgerechnet, also hat er nicht akzeptiert. Ja. Ich denke, da ist Wasser reingekommen und der hatte irgendwie ein Schlagbech. Und der zweite Stellplatz, das war irgendwie, haben wir uns beide nicht wohl gefühlt, stand es auch voll schief, auch wenn du die Keile gemacht hättest. Nee, das war... Da war nur Beton irgendwo außerhalb, da war nichts Schönes in der Nähe, gar nichts, also... Und jetzt stehen wir auf dem Campingplatz. Der ist zwar jetzt, ja, die haben halt so Ferienhäuschen hier. Und da stehen wir mittendrin. Ja, und wir stehen da jetzt mittendrin. Aber wir stehen mit Blick auf das Wasser, auf das Meer. Und wir bleiben jetzt mal hier zwei Tage. Weil wir wollen morgen noch einkaufen und ein paar Sachen erledigen. Und dann sehen wir weiter. So, und damit beenden wir heute wieder dieses Video. Ja, bis es dann nächste Woche wieder heißt. Baby. Und Rüdi. Wir haben einen Traum. Jawohl. Oder am Mittwoch zu Bibis. Momoko-Studio. Da freut sie sich. Und bis dahin. Und danke, dass ihr dabei gewesen seid. Und tschüss.